Wolfgang Kohlbein, Nemesis. Wie ihr sehen konntet, habe ich gleich alle Bücher in die Kamera gehalten. Denn eine Rezension über Nemesis macht man am besten gebündelt. Alleine haben die Bücher absolut keinen Sinn, sag ich mal, weil sie gehören zusammen. Eindeutig ist es wie ein einziges Buch, sie gehen flüssig ineinander über, weil am Ende des Buches wird es immer spannender, man will das nächste lesen. Ich bin froh, dass ich alles zusammen hatte. Ich habe die mir irgendwann zu Weihnachten bekommen, vorletztes Jahr, und habe sie auch sofort gelesen und konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Und man kennt Wolfgang Kohlbein als Fantasy-Autor. Nemesis ist anders. Nemesis ist eigentlich, nicht eigentlich, ist Horror pur. Nervenkitzel pur. Es ist auch sehr psychisch angehaucht. Und es ist tierisch spannend. Als die Serie zu Ende war, mit einem Ende, das mir so eigentlich nicht gefällt, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, jedenfalls war ich ziemlich traurig, dass es zu Ende war. Und wie gesagt, ich habe es vor 2 Jahren gelesen. Okay, ein Jahr und ein bisschen. Und mir sind die Bücher immer noch so im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich bis jetzt noch nicht so extrem bei Büchern gehabt. Schon gar nicht bei einer Buchserie. Da weiß ich manchmal überhaupt nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Siehe Envoy. Ich weiß zwar noch ungefähr, ja, das war so und so, aber bei dem Buch habe ich die Handlung eigentlich noch von Anfang bis zum Ende im Kopf. Ich weiß, worum es geht. So. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, glaube ich. Und wenn ich euch die Titel zeige, danach sage ich euch, warum es vielleicht so ist. Weil die heißt ja natürlich nicht nur Nemesis, Band 1 oder sowas, sondern Nemesis, die Zeit vor Mitternacht. Oh, man sieht das gar nicht so. Geisterstunde. Albtraumzeit. In dunkelster Nacht. Die Stunde des Wolfes. Und Morgengrauen. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der wird sich denken können, dass all die 6 Bücher in einer einzigen Nacht spielen. Und ich habe noch nie eine Buchserie gelesen, wo 6 Bücher in einer einzigen Nacht spielen. Und die so spannend ist, ich wusste nicht mehr, dass in einer Nacht so viel passieren kann. Es ist wirklich der Hammer. Also wie gesagt, Fantasy-Leute sind hier nicht wirklich bedient. Aber wer auch Horror mag, auf jeden Fall. Also ich finde die Handlung an sich, diese Idee, ich finde es genial. Ich lese euch vom ersten Band den Klappentext vor. Natürlich nicht von allen, weil das wäre zu viel vorgegriffen. So. Der exzentrische Multimillionär von Thun lädt ein. 3 junge Männer und 3 junge Frauen. 2 von ihnen sollen sein Millionenerbe antreten. Als sie sich kurz vor Mitternacht in der Burg von Kreilsfelden entfinden, ahnen sie nicht, dass ihnen die längste Nacht ihres Lebens bevorsteht. Eine Nacht, die nur einer von ihnen überleben kann. Die 6 Personen kennen sich absolut nicht, haben noch nie voneinander gehört und treffen sich in einer Kneipe. Dort geht es schon sehr actionreich zu, bevor sie überhaupt in der Burg sind. Und die Bedingung ist, dass 2, also ein Mann und eine Frau müssen heiraten. Und ich glaube, sie müssen auch, also sie müssen eine ganz bestimmte Weile verheiratet bleiben, damit sie dieses Erbe antreten können. Nur dann ist es rechtskräftig. Ja. Und die gehen halt auf diese Burg, Kreilsfelden, und da passieren die mysteriösesten Erlebnisse. Zuerst verschwindet von Thun und die 6 wissen überhaupt nicht mehr, was sie überhaupt machen sollen. Sie sollen auf jeden Fall eine Nacht in der Burg verbringen, das ist Bedingung, eine Nacht in der Burg verbringen und dann sollen sie heiraten. 2 von ihnen. Mit dieser Burg hat es eine ganz bestimmte Bewandtnis. Das zu erzählen wäre natürlich viel zu viel vorgegriffen. Aber diese 6 verbindet etwas, was sie verdrängt haben, nicht mehr wissen. Und es kommt halt nach und nach ans Tageslicht. Und nach, ja, kann man das schon sagen? Na, da steht ja ein Schild drauf. Nach und nach stirbt halt einer nach dem anderen unter mysteriösen Umständen.
Es ist der helle Wahnsinn. Es ist manchmal, glaube ich, sogar eklig. Es ist sowas von genial. Also, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Lest diese Serie. Ich habe am Anfang gedacht, so, Fantasy. Es ist bestimmt Fantasy. Absolut nicht, absolut nicht. Und trotzdem bin ich begeistert. Ja. Okay. Ich denke mal. Das genügt und sage ich noch 10 Millionen Mal. Es ist genial. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.